hier will ich nicht sein. Ich will wieder dahin, wo wir waren. So. Ah ja, guck. Alles gar nicht so wild. Muss ich nur kurz unsichtbar werden? Dann können wir uns hier reinquetschen. Fast wie ein Oktopus. Nur, dass wir ein Multipus sind oder so. Also ganz ruhig bleiben da oben. Ich habe nicht mehr so viel Lebensenergie. Dammit, die gehen mir auf die Nerven. Wenn ich mehr Masse hätte, könnte ich die Masse da drin ablegen. Okay, na gut. Ich glaube, wir brauchen nicht mehr Masse. Soll ich da hoch? Anscheinend. So, hier waren wir jetzt auch schon. Jetzt habe ich mehr Masse. Muss ich vielleicht mit meiner neu gewonnenen Masse doch nochmal zurück? Könnte sein. Könnte sein. Abraxa, dankeschön für die Bitladung. Da wird das Glas wieder voll gebittet. Bitte ein Bit. Oder 200. Dankeschön. Den Schalter da mit dem Spinnenschuss umlegen. Schalter mit Spinnenschuss? Moment, das habe ich ganz übersehen. Aber da muss ich erst ein bisschen Masse hier lagern. Dann schaue ich mir das nochmal an. Ah, natürlich, ja. Habe ich wirklich voll übersehen. Nein! Hol dir doch den Menschen! Mann, ey. Das war unnötig. Unsichtbar machen ist schon ziemlich gut, wenn es darum geht, einzelne Gegner auszuschalten.
erstmal speichern und heilen. Das ist immer gut. Wo ist denn hier Wasser? Oh shit, wo ist denn wirklich Wasser? Oh, hier ist Wasser. Puh, das war knapp. Ich wäre beinahe verbrannt. Mensch, diese boshaften Menschen immer mit ihren Flammenwerfern. Unverschämtheit. Was habe ich denen getan, um das zu verdienen? Ohne. Heute ist nicht dein Tag. Der ist tot. Come on. Die Schilde sind manchmal ein bisschen übermächtig, habe ich das Gefühl. Von allen Seiten schützen die die. Aber schnell weg hier. Oh Gott, nervt mich der. Ich weiß nicht, warum ich den nicht krieg, Mensch. Nein, jetzt hat er mich echt erwischt. Ich habe ihn auch noch erwischt, aber er mich auch. Unentschieden. Ah, wie nervig. Ich hasse ihn. Na warte, den machen wir fertig. Haha, hab dich. Ah ja, perfekt. Da haben wir noch eine schöne Fähigkeit. Hydrophilie. Jetzt werden wir unter Wasser einfach zu einem Schwarm wurmartiger Geschöpfe und können somit durch so kleine Ritzen schlüpfen. Das ist nicht irgendwie ziemlich cool? Ich finde schon. Oh, die Walker. Jei. Die können auch sehr gefährlich werden. Gee. Das geht immer so schnell. So, Fahrer. Nee, hol dir den Fahrer bitte nochmal. Genau. Der gehört jetzt uns. Blöder Roboter. Wo
sollen wir jetzt hin? Ich gehe erstmal da lang. Ach so. Na dann. Bleding. Ich meine, wir wissen im Grunde nicht viel über diese Kreatur, die wir steuern. Hat die überhaupt sowas wie ein Bewusstsein? Ist sie überhaupt wirklich intelligent? Oder ist die einfach nur instinktgesteuert und frisst? Weil falls zweiteres der Fall ist, dann sind wir sowieso im Grunde gar nicht in einem moralischen Kontext mit unseren, Contest mit unseren Schöpfern oder Gefängniswärtern oder wie auch immer. Weil die hätten sich dazu entscheiden können, uns nicht zu erschaffen oder an uns rumzuexperimentieren. Wir machen nur, was in unserer Natur liegt. Im Grunde sind die dann an allem schuld, was jetzt gerade passiert. So kann man sich einfach rausreden. Ich glaube das auch. Ich habe nicht das Gefühl, dass unser Monster hier böse ist im Grunde. Es ist einfach nur hungrig und vielleicht auch verängstigt. Der Arme. Es ist am Ende tatsächlich Interpretationssache. Ja, eh, genau. Ich meine, wir wissen halt wirklich gar nichts, ne? Vielleicht sind wir eine böse Alien-Invasionsmacht und die haben uns gefangen genommen, weil wir sonst alles ausgelöscht hätten. Auch möglich. Wer weiß. Stefan, danke fürs Folgen. Freut mich sehr. So, wenn ich hier schon Biomasse lagern kann, muss ich das höchstwahrscheinlich auch. Wir haben ein bisschen Angst, weil wir nur ein HPchen haben. Und jetzt stecken wir fest. So funktioniert es leider nicht. Ich bräuchte doch... Nee, warte mal. Das weiß ich nicht, ob wir das aktuell überhaupt lösen können, das Problem hier. Doch, können wir. Ich brauche erst viel Biomasse, dann wenig Biomasse. Ganz genau, so funktioniert's. Ich finde das Geräusch für die Achievements, haben die ein wenig geändert. Klang früher besser. Es gibt da zwei verschiedene auf jeden Fall. Es hängt immer davon ab, wie selten das Achievement ist. Für seltene macht irgendwie voll fancy bling, wow, bling, bling, bling. Und für die normalen macht es halt nur so bding und fertig. So, jetzt pass auf. Ich muss jetzt das kaputt machen. Dann das Wasser umfüllen. Dann klein werden. Ja, genau. Dann funktioniert's. Na, komm. Sind wir nicht niedlich? Mit einem HP sind wir irgendwie so ein niedlicher kleiner Monsterschleim. Da könnte doch niemandem was Böses tun. Guck dir mal an, wie er das sitzt und die Ecke festhält. Und ein kleines Spaghetti-Würmchen in Wasser. Ah. Ich habe Angst, da sind bewaffnete Menschen. Oh Gott, da sind viele bewaffnete. Oh Gott. Nein! Sind die gemeint zu mir? Ich war doch nur ein kleines, unschuldiges Würmchen. Das bedeutet Krieg. Das haben sie jetzt davon. Ich wäre bereit gewesen, Frieden zu machen, aber nein. Sie wollten es nicht anders.
Jetzt gibt's Ärger. Das ist ein Hardcore-Raum. Ich kann mich dran erinnern, wenn dann auch noch der Mac gerufen wird und so weiter. Ich weiß nicht, ob der jetzt schon kommt. Ich glaube, der kommt erst später. Aber ich habe Erinnerungen dran, dass das nicht sehr angenehm ist. Wo komme ich hier eigentlich hin, wenn ich da lang gehe? Das würde mich schon interessieren. Ach so, da kann ich noch mal kurz speichern. Und das wäre wahrscheinlich eine gute Idee gewesen. Aber gut, wenn man weiß, wie es geht, ist es eh gleich erledigt, das Rätsel. So. Was haben die jetzt davon? Warte mal, bis er herkommt, dann kann ich den vielleicht gleich mal voll wegrammen. Bevor er sein Schild überhaupt anmacht. Ganz genau so. Oh oh, ich glaube, ich befreie gerade die Walker. Ich meine nicht den Texas Ranger. Weil ich nicht weiß, was besser wäre. Nee, noch nicht. Ist jetzt auf dem Klo. Und hat seine eigene Leibwache vor den Waschbecken. Sorry, nichts für ungut. Bin hier im Grunde nur auf der Durchreise. Ist nichts Persönliches. Wenn's hilft. Bei dem Spiel frage ich mich gerade sehr, spielt die Akustik in der FSK-Bewertung eine große Rolle? Also, es würde mich wundern, wenn nicht. Ich habe mal in Interviews auch gehört, dass es ja nicht darum geht, einzelne Szenen zu bewerten oder einzelne Bestandteile des Spiels quasi zu bewerten und sagen, okay, das ist jetzt hier gerade so schlimm, das muss ab 18 sein. Und es geht viel mehr darum, dass man wirklich das Gesamtwerk betrachtet. Und da würde mich wundern, wenn da das Audiodesign nicht auch stark mit reinspielen würde. Weil das ja auch Bilder, gerade bei so einem Spiel, Bilder im Kopf erzeugt. Guck mal. Ich bin mitten in der Stadt. Das macht Sinn, warum die mich ungern rauslassen würden. So viel köstliche Menschen. In 0,6 wäre die gesamte Kanalisation quasi ein einziges rotes Monster. Tunnelsystem. Dingens. Das wäre toll. Jurassic Park lässt grüßen auf dem Klo erwischt, das stimmt. Es geht um den Gesamteindruck. Ich würde aber schon sagen, dass hier das Geschrei der Leute eine große Rolle spielt. Ja, genau, sowas in der Art, das kommt bestimmt mit rein.
Also wie gesagt, aus Sicht der deutschen USK und wie die bewertet, kann ich das ab 18 in dem Spiel zwar grundsätzlich verstehen, aber so aus neutraler betrachteter Sicht verstehe ich nicht, warum dieses Spiel hier ab 18 sein muss. Dass man das keinem 16- und keinen 17-Jährigen zumuten will, das finde ich ein bisschen albern. Ne? Irgendwie. Muss ich schon sagen. Aber ehrlich gesagt, solange die nicht anfangen, wieder Spiele zu schneiden oder irgendwie hier zu indizieren oder was weiß ich, was für Blödsinn da in den 2000ern in den Köpfen der USK vorgegangen ist und davor vor allem, was Videospiele angeht, können die von mir jetzt alles ab 18 machen. Ich bin über 18, mir ist das jetzt egal. Seit ich 18 bin, ist mir das komplett wurscht. Sollen die von mir aus alles, was Spaß macht im Leben, ab 18 machen. Aber ich kein Problem damit. Ah, interessant. Ich kann hier auf jeden Fall wieder Materie lagern. Ich mach das mal. Das ergibt sich bestimmt gleich, warum. Verstehe ich nicht. Wie lösen wir das Problemchen jetzt? Ich kann gehen. Will ich aber nicht, glaube ich. Oder doch? Ich bin mir nicht sicher. Soweit ich weiß, ist das Spiel gar nicht geprüft worden. Ach so, oder das wäre natürlich nochmal ganz was anderes. Aber wirklich? Das kann ich mir fast gar nicht vorstellen heutzutage. Das ist ja ein relativ großes Spiel. Das nicht sogar von Devolver gepublished? Also ein relativ großes Indie-Spiel im Verhältnis. Das würde mich fast wundern, wenn das nicht eingereicht wurde. Aber keine Ahnung. The fuck? Mein Gott, wie ist denn das jetzt passiert? Ich dachte, ich überrenne die beiden mal schnell. Und plötzlich haben die meine komplette Energieleiste geleert. Und jetzt bin ich tot und ich weiß ehrlich gesagt nicht genau, warum eigentlich. Okay. Was ist denn jetzt mit der Drohne hier? Krieg ich nicht zu fassen irgendwie leider. Ich nehme die ganze Zeit irgendwelche Gitter und Türen und andere Sachen. Jetzt. Deswegen hätte ich doch gern meinen zweiten Tentakel für sowas. Aber gut. Verstehe das irgendwie nicht. Abraxe! Abraxe ist gerade zum Papst gewählt worden. Lasst weißen Rauch aufsteigen. Der Papst ist gewählt. Der zweite übrigens schon. Papst Nummer 2. Ich muss mal ganz kurz nachschauen, aber den anderen kenne ich ehrlich gesagt gar nicht. Wenn du das siehst oder hörst, lass mich wissen, ob und was du gerne an Content sehen würdest. Und Abraxe, Dankeschön fürs Papst werden. Das ist natürlich super cool. Damit starten wir jetzt mit 2 neuen Landsquid Birdrider Tentakelpäpsten ins Jahr 21. Und somit auch mit 9 Reihen. Mit 9 Let's Plays oder Specials. Am besten, Abraxe, wenn du das siehst, schreib mich einfach über Discord an oder so. Dann können wir da reden, was du so im Kopf hast.
an Special-Reihe oder Let's Play-Reihe, die du dir jetzt mit aussuchen kannst. Cool. Dankeschön dafür. Danke für den wirklich großen Support jeden Monat. Das ist wirklich ein ordentlicher Batzen Geld und auch, ja, ist einfach auch ein großer Stützpfeiler für den Kanal. Diese großen Posten. Julio. Das finde ich wirklich cool. Es war nämlich wirklich reiner Zufall und hab mir auch ein bisschen Angst gemacht, dass Zakorak und Ramsey quasi fast zeitgleich im Grunde aus verschiedenen Gründen ihren Support reduzieren mussten. Und da geht halt wirklich eine Ära für den Kanal zu Ende. Ich habe es ja eh gestern im Discord schon geschrieben. Aber dass sich jetzt so schnell zwei neue Großunterstützer finden, die auch natürlich das Gesicht des Kanals mitgestalten werden, das finde ich irgendwie jetzt zum Jahreswechsel vor allem echt cool. Da bin ich sehr gespannt. Sodala, aber jetzt habe ich abgesehen davon... Ah doch, natürlich, ich weiß, was ich machen muss. Jetzt verstehe ich es. Ich weiß nicht genau, warum. Ah doch, klar. Ich weiß warum. Ich war nur gerade verwirrt vor lauter Päpstlichkeit. Bam! Und diesmal müssen wir den Kampf vielleicht ein bisschen besser hinkriegen. Es ist immer ein bisschen blöd, wenn so viele Möbel rumstehen. Ah, oh, dammit, ich glaub's nicht. Weil dann greift man immer irgendwas und nicht die, die man gerne hätte. So, jetzt ist er tot. Puh. Im eShop ist es gerade für 15 Euro im Angebot auf der Switch. Ne, das ist auf jeden Fall die 15 Euro wert, finde ich. Ich glaube, das, was ich da gerade mache, sollte gar nicht funktionieren. Aber so ist es halt oft, ne? Wenn so Objekte durch Wände glitschen. So, jetzt komm her. Will ich eigentlich mampfen. Noch ein bisschen Lebensenergie. Ich vergesse immer, wenn ich groß bin, einfach draufstampfen. Dann nimmt man nicht die ganze Möbeleinrichtung. Möbeleinrichtung? Büroeinrichtung. Von 4. Mit einer Tür halbiert werden ist auch irgendwie unangenehm. Aber ich meine, der hat wahrscheinlich gar nicht realisiert, was los war und dann war es schon geschehen. Ich meine, oder immerhin. Er hat nicht mehr mitgekriegt, wer gefressen wird. Mehr kann man in dem Spiel nicht erwarten, finde ich, als Mensch. Das ist schon sehr nett von unserem Monster gewesen. Nimm das und das und das. Oh yeah, das lief aber echt gut. Verdammt, ich dachte, das wird jetzt ein bisschen Suicide Mission. Aber dem haben wir es ganz schön gezeigt. Müssten wir nur noch irgendwie... die andere Tür öffnen. Ich glaube, da waren wir noch nicht, ne? Wenn mich nicht alles täuscht. Die hören sich immer ein bisschen an wie Elefanten oder so. Wie mit der Rüstung.
Nein? Doch. Oh. Na gut, ich bin gerade satt, Leute. Keine Panik, geht ruhig aufs Klo friedlich hier. Aua! Mann, ey. Die gehen mir so auf den Wecker. Nein, jetzt habe ich ihn schon umgerammt. Komm mal her, tut mir leid, Wissenschaftlerkerl. Ich muss dich leider essen. So. Das ist natürlich auch eine Möglichkeit. Die kann man hier sehr gut mit Möbel umhauen. Das ist schön. Sorry, Leute. Aber ich brauche leider ein paar Snacks. Für meine Lebensenergie. Nix für ungut. Ihr habt alle gewusst, dass das früher oder später passiert, wenn ihr hier anfangt zu arbeiten. Also was soll's. Ach komm schon. Na? Irgendwie steckt das Regal da ganz komisch blöd gerade fest. Schade. Ah, funktioniert mein schöner Möbeltrick nicht mehr. Dodala. Oh, jetzt müssten wir uns, glaube ich, unsichtbar machen. Aber wie? Ich mal schnell da hoch. Wo sind wir jetzt gelandet? Oh, da wäre ein Hebel gewesen. Ah, ich muss nochmal. Okay, gut. Ah, ich verstehe. Okay, jetzt macht das Ganze hier Sinn. Ah, gehen wir speichern. Nee, warte, wenn ich jetzt hier reingehe, dann holt das sich, glaube ich, wieder Masse, oder? Wartet mal. Genau, nee, ich will keine Biomasse, danke. Ach so, jetzt müssen wir hier das aber erst wieder irgendwie resetten, das Ganze. Alles nicht so einfach. Ah. Gut. Ach, weißt du was? Ich bleib erstmal klein hier. Na, krieg den Hebel nicht. So, jetzt.
weit so gut. Jetzt befreien wir den zweiten Roboter und machen die zweite Klappe auf. Na dann. Und was macht dann der andere Hebel? Ah, der macht jetzt den Boden unter mir auf. Ich verstehe. Ein cooles Spiel. Es macht wirklich, wirklich cool. Wirklich empfehlenswert. Yes! Wir haben es noch geschafft in einem Rush. Den fertig zu machen. War zwar schmerzhaft, aber Hauptsache geschafft. Ich hoffe nur, dass jetzt hier irgendwo ein Safe-Punkt kommt. Wir sind ein bisschen angekratzt, leider. Ist der knapp da reingefallen in den Kanal da? Das ist ja witzig. Ich wusste gar nicht, dass Menschen da reinpassen. Oh, Gott sei Dank. Okay. Ich glaube, er ist tot. Oh, da ist noch einer. Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Der ist jetzt wirklich hier unten wieder rausgespült worden. Lustig. Entschuldigung, könntest du mal schnell den Hebel da drücken, bitte? Das wäre echt super nett. Nee, okay. Unhöflich. Ah, das ist schön. Ich habe ihn echt fairerweise, muss man sagen, höflich gefragt, ob er das machen könnte. Er wollte nicht. Jetzt halt auf die harte Tour. Wartet mal, wie war das gleich nochmal? Genau. Ah, ist das nicht irgendwie schön gemacht und auch so widerlich, aber so ist schön, einfach wirklich schön. So bizarr. Bizarr. Schön. Morbide schön. Ich finde schon. Ach so, warte mal, hier waren wir schon. So, jetzt heißt es wieder, finde den richtigen Weg. Ah, die Schilder sind wahrscheinlich hilfreich. Autsch. Gemeinheit. Blöde Selbstschussanlage, ey. Lass mich doch. Gib dich doch gar nichts an, was ich hier mache, Selbstschussanlage. Schnell! Ach, ich kann die nicht kaputt machen. Na gut. Aber jetzt, wo ich der bin, wahrscheinlich... Tut mir die nichts mehr. Genau. Hallo, guten Tag. Lass dich von mir gar nicht stören. Ich mache nur schnell auf. Dann erschieße ich dich. Nix für ungut. Und dann schieße ich unter den Boden weg. Oh, das kann ich nicht. Na dann. Ach, aber in die kann ich mich nicht reinfressen. Okay, na gut. Deswegen muss ich mir auf die Tür aufmachen. Alles klar. Das ist so schön. Autsch! Au! Au! Mist. Jetzt habe ich sie aufmerksam gemacht auf mich. Jetzt sind sie nervös da unten. Ich muss warten, bis sie sich ein bisschen beruhigt haben. Das passiert, wenn der Land Squid auf die Menschheit losgelassen wird. Genau.
Das ist das, wenn ich immer sage, mögen die Tentakel mit euch sein. Dann meine ich das da. Na. Lang? Ach so, nirgends. Gut. Das wäre eine gute Idee. Mit so kleinen Heftchen von Tür zu Tür gehen. Und sagen, darf ich mit Ihnen über Tentakel reden und dann Werbung für Patreon machen? Das ist eine gute Idee, das machen wir. So. Was nun? Müsste ich nur noch wissen, wie man da hinkommt. Ah, hoffentlich so. Und jetzt können wir hier durch, wo wir vorher nicht durch konnten. Das ist okay, Metatron. Man muss Prioritäten setzen, das verstehe ich. Okay, hier waren wir schon. Offensichtlich. Ich kann mich nicht mehr erinnern. Aber jetzt mit unseren neuen Fähigkeiten stehen uns natürlich ganz neue Möglichkeiten zur Verfügung. Schauen wir mal, wo es uns hin verschlägt. Ich habe jetzt leider echt gerade keine Ahnung, was, wo, wie wir machen müssen. Ah, na guck. Das ist doch schon mal gut. Kann ich mit dem jetzt auch in die Tür reingehen? Nö, leider nicht. Ach so, aber du hast ja keinen Schutzanzug an, ne? Dann. Es ist echt... Ich meine, dafür, dass es so ein Pixelspiel ist, ist das sehr plastisch, ne? Wobei vielleicht auch eher gar nicht unbedingt so plastisch, sondern eher so fantasieanregend. Eben nicht plastisch. Vielleicht trifft das eher. Okay, hier müsste irgendwie das Wasser höher steigen, offensichtlich. Und hier komme ich leider nicht weiter. Hilft's, wenn ich mich klein mache? Dann kann ich... Ja, es muss mich klein machen. Ich muss das Wasser gar nicht heben. Ich muss nur Masse verlieren. Bisschen Gewicht verlieren. Werde ich jetzt im Frühling auch in echt wieder machen. Die Weihnachtszeit ist vorbei. Jetzt heißt es wieder Sport und Abnehmen. Ah. Au. Au. Au, ich muss echt aufpassen, der bringt uns um. Na, hilft jetzt nichts. Ich muss mich vorsichtig anschleichen. Das war knapp, der wollte gerade schon wieder oder hat sogar noch sein blödes Schutzschild aktiviert.
Aber jetzt habe ich einen Flammenwerfer. Das ist schon noch irgendwie cool. Ah, jetzt steigt das Wasser doch. Ertrinkt der jetzt? Ich glaube schon. Bin ich jetzt gestorben, weil der ertrunken ist? Nein, come on, Spiel. Das musst du mir doch sagen. Ich wusste nicht, dass ich mit meinem Körper Schaden kriege, wenn ich dem was tue. Woher sollte ich das denn wissen? Mensch. Also wirklich. Ah, ich gehe hier mal speichern. Das sparen wir uns einen kleinen Weg, wenn wieder was schief läuft. Aha, also doch gute Vorsätze. Ja, es ist weniger ein guter Vorsatz wie so die Routine. Die jährliche bei mir. Aber wenn du so willst, von mir aus. Okay. Kann man als guten Vorsatz durchgehen lassen. Warum nicht? Na. Okay, jetzt muss ich hier ein bisschen vorsichtiger sein mit dem. Der hat mich gerade vorher ein bisschen stark weggebrutzelt. Jetzt müssen wir, glaube ich, leider warten, bis er einmal seine... Ne? Und dann gehört er uns. Aber das ist schon komisch, ne? Dass ich Schaden kriege, weil er ertrinkt. Aber ich brauche keinen Sauerstoff. Inwiefern macht das bitte Sinn? Aber gut, von mir aus. Dann töten wir ihn eben, bevor er ertrinkt, und dann kriegen wir keinen Schaden. Von mir aus. Oh Mist, kann ich auch Leichen übernehmen? Ja, na dann. Dann ist ja gut. Zombie. Schon irgendwie lustig. Ja, neue Fähigkeit, neues Glück. Bilde 100 tödliche Keratinstachel. Das ist jetzt quasi unsere Unsichtbarkeit, wenn wir groß sind. Jetzt können wir quasi hier Stacheln ausbilden und sind super tödlich dadurch. Spießen jetzt bei Kontakt alle auf. Hey, wie hast du denn überlebt? Komm mal her. Mit dir habe ich ein Hühnchen zu rupfen. Muss sowieso ein bisschen essen. Ach ja. Ein schönes Spiel. Aber, das klingt ein bisschen, ne? Das klingt ein bisschen bizarr, wenn ich das so sage. Aber ich finde wirklich, es ist ein wirklich spaßiges, stimmungsvolles und wirklich auch gutes Spiel, das mir wirklich sehr gut gefällt. Und, ja. Aber es ist schon 11. Wann ist denn das passiert? Wir hören jetzt auf mit dem Spiel, so gern ich das mag, und schauen uns noch ein paar andere Sachen an.